Meppen gegen Ferl. Das ist die inoffizielle Provinzmeisterschaft dieser dritten Liga. Zlatko Janjic, Ferls gefährlichster Mann, den müssen sie gestellt bekommen. Heute beim SV Meppen. 2300 Zuschauer wären zugelassen gewesen. Knapp über 2000 sind gekommen, weil es dann doch ziemlich kurzfristig war, dass so viele Zuschauer erlaubt waren. Rein ins Spiel. Ferl ist extrem gallig. Janjic auf Aygün Yildirim, sechste Minute, Führung für die Gäste. Zweites Saisontor für Yildirim und eingeleitet vom Oberkellner Zlatko Janjic. Der serviert wunderbar für Yildirim. Die beiden harmonieren richtig gut in dieser ersten Halbzeit, wo Ferl durch ein extrem gutes Zweikampfverhalten, hohe Gier, hohe Intensität, Meppen das Leben schwer macht. Aber die reagieren sofort. Das ist die Gelegenheit zum Ausgleich über Piosek und Rama, der eingeleitet hat. Rama, der noch mit diesem Traumtor am Montag in Uerdingen. Wir sind Mitte der ersten Halbzeit. Ferl wird immer wieder gefährlich. Vom Tor des SV Meppen, Julian Schwermann. Aber Luca Plockmann, was ist das für ein Reflex? Den kann er nicht gesehen haben bei so vielen Spielern, die da vor ihm stehen. Einfach klasse, die neue Nummer 1 des SV Meppen. Wir sind kurz vor dem Halbzeitpfiff. Da ist wieder Aygün Yildirim. Meppen bekommt den Ball nicht so wirklich geklärt. Und auf einmal ist da Steffen Lang, eigentlich Rechtsverteidiger, 2:0. Und das zu einem psychologisch richtig günstigen Zeitpunkt. Die rechte Seite beim SC Ferl. Ja, Julian Schwermann ist dann derjenige, der die Vorlage gibt. Einfach toll, wie die dort kombinieren. Toll anzuschauen. Der Aufsteiger kann nicht nur kämpfen, er kann auch richtig gut Fußball spielen. Mit dem 2:0 geht es in die Pause und das ist auch verdient. Intensive Vorstellung von beiden Mannschaften, auch von seiner. Aber sie hat zweimal in den entscheidenden Momenten gepennt, Thorsten Frings. Aber er hat seiner Mannschaft was mitgegeben und in der zweiten Halbzeit ist das plötzlich ein ganz, ganz anderes Bild. Direkt die erste Gelegenheit nach Wiederanpfiff. Balmerz auf El Helve. Und weiter der SV Meppen. Immer wieder Chancen. Das ist Waldet Rama. Was macht er draus? Ziemlich eng vorbei. Das Blatt hat sich gewendet. Ferl verteidigt leidenschaftlich. Aber Meppen hat mehr vom Spiel. Wir sind schon in der Schlussphase. Jetzt muss was kommen. Balmert, Guda. Und endlich hat er mal Platz. Hilal El Helve, Anschlusstreffer, 84. Minute. Er freut sich, Herzchen für die Tribüne, aber alles in allem kommt dieser Anschlusstreffer zu spät. Meppen wirft nochmal alles nach vorne. Sie lassen nichts unversucht, aber wirklich gefährlich werden sie nur in dieser Situation über Hilal El Helve. Dann ist Schluss. Ferl mit dem 7. Punkt im 3. Spiel. Ja, ich denke, die erste Halbzeit, da haben wir sehr gut gespielt. Der Plan ist voll aufgegangen. Das, was der Trainer uns vorgegeben hat, ist dann auch, denke ich, verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Haben ein richtig gutes Spiel gemacht, mussten einmal zittern. Man muss das Spiel so ein bisschen unterteilen, glaube ich. Erste Halbzeit verlieren wir das Spiel ganz klar. Ich finde, in der zweiten Halbzeit leben wir mehr. Wir sind in den Zweikämpfen da, wir haben Chancen. Letzten Drittel vielleicht auch nicht klar genug und nicht effektiv genug. Ja, vielleicht hätten wir aufgrund der zweiten Halbzeit einen Punkt verdient, ja. Jo, Thilo Leugers, aber Fußball ist ein Ergebnissport. Das weiß auch Thorsten Frings aus seiner langen Karriere. So, es geht raus aus diesem Spiel mit dem Team der Stunde, dem SC Ferl. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.